Sie haben ein Auto getreten, Sie haben eine Frau umgebracht und heute Morgen waren Sie... Könnt ihr mal aufhören, auf dieser einen Sache rumzureiten? Eine Frau schwer verletzt wurde. So, das sind die Indizien. Wo ist Ihr Handy? Ich habe normalerweise ein Handy, aber seit einer Woche finde ich es nicht mehr. Sonst habe ich ein Handy. Ja. Freuen Sie sich nicht zu früh, Herr Weber. Wir sehen uns eh bald wieder. Ich glaube, mein Anwalt würde das als Polizeischikane werden. Will ich keinen Abschiedskuss? Ihr macht jetzt aber auch mal Feierabend, ja? Ist gut für heute. Bis morgen. Okay, ich bin mir hundertprozentig sicher. Der Stalker ist auf jeden Fall auch der Täter. Also, was ist mit Harald Weber? Wir brauchen die Biografie, wir müssen seine Vorstrafen überprüfen, ja? Wir müssen uns um diese Telefongesellschaft kümmern, ja? Ja, über die Nummer wurden die beleidigenden Links auf dem Blog gepostet, okay? Und es wurden auch die Anrufe von ihr getätigt. Ich wollte mich schon vor einer Woche um diese Scheiße kümmern. Ja, dann kümmerst du dich jetzt drum. Warum kommen Sie erst jetzt? Ich meine, Katrin war doch bei Ihnen. Die Weidner hat total recht, ja? Wenn ich mich schon früher drum gekümmert hätte, dann wäre es jetzt gar nicht so weit. Nein, wir rauchen jetzt nicht. Wir müssen uns um diese Übung noch kümmern. Wir gehen jetzt an rauchen, okay? Bitte. Fühlst du dich jetzt auch verantwortlich? Ich hab's verkackt, das weiß ich. Nein, hast du nicht. Du hast alles gemacht, was du machen konntest. Trotzdem. Ich habe die falschen Prioritäten gesetzt, das weiß ich. Das ist der David. Das ist mein Stiefsohn. Worum geht es denn? Wo finde ich den David jetzt? Ja, keine Ahnung, wo sie sind. David, kommst du mal bitte? Die Polizei würde gerne mit dir sprechen. Was war das jetzt? Wie, was war das jetzt? Das war David. Herr Hanke, wenn Sie einem Verdächtigen aktiv zur Flucht verhelfen, dann kann das strafrechtliche Folgen für Sie haben. Moment mal, wieso sollte David verdächtig sein? Weswegen? Ihr Sohn ist vermutlich verantwortlich für die Belästigung an Frau Poll. Das kann nicht sein. Ich habe nämlich gehört, dass du und der Hanke euch eigentlich ganz gut versteht. Ja, tun wir auch. Er fing irgendwann an, ein bisschen mit mir zu flirten. Das war sicher ganz cool, oder? Ich fand ihn halt ziemlich süß und hab's erwidert, ja. Und das ging dann auch weiter oder habt ihr nur miteinander geflirtet? Naja, bis er mich irgendwann das erste Mal im Keller geküsst hat. Habt ihr auch miteinander geschlafen? Du weißt hoffentlich, dass das gesetzeswidrig ist, ne? Rudolf hat sich in mich verliebt. Und ich mich in ihn. Was machen Sie denn eigentlich so, wenn Sie gerade nicht auf Frau Walter aufpassen? Wetten. Wetten? Sportwetten. Das ist das Einzige, was Sie machen? Sportwetten? Momentan ja. Ich bin ja arbeitssuchend gemeldet. Ja, das habe ich mich eh schon gefragt. Wie kommen Sie denn eigentlich zu dem guten Auto, dem Anzug? Sportwetten. 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 Wissen Sie was? Ich habe eigentlich jetzt keine Zeit für sowas. Ich habe noch Termine und... Entschuldigen Sie. Also, das Gespräch beende ich und nicht Sie, ja? Gut. Comment tu veux savoir si je suis insatisfaite? Quoi que ça veut dire? Alors, tu es satisfaite et je ne le suis pas? Ah, je comprends. Celle qui est satisfaite a une carrière, un mari, une maison avec jardin qui se trouve être trop près de chez maman, c'est ça? Elle avait besoin d'aide. On paye des gens pour ça. Tu ignores qu'elle était faible ces dernières années. Toi, tu n'as fait que passer. Des dîners de famille, plus de sexe, car même quand tu n'es pas fatiguée, les enfants peuvent entendre. Tu comprendras, Connie, que je ne te regarde pas en pensant, voilà, une femme satisfaite. Parlons de ta vie alors. Allons-y. Tu as eu 4 carrières différentes. Gogo danseuse n'a rien d'une carrière. Oui, ça c'est vrai. Mais tu voulais être une vraie danseuse. C'est dur de devoir admettre que je n'étais pas assez bonne. Non, tu n'as pas vraiment essayé. Luc est ton énième petit ami. Ça fait combien l'énième? Et tu vas le larguer. Moi, je te regarde et je pense en 5 ans, elle aura encore un autre travail avec un nouveau petit ami. Et en 10 ans, encore un autre travail. Mais tu ne prends aucun engagement, tu te laisses porter. D'accord. C'est fini ça, je suis enceinte. C'est vrai, Nina? Mais... Écoute, je suis désolée. C'est bon. Tu vas être une très bonne mère. Tu aimes vraiment tes enfants, non? Oui, plus que tout. Je comprends. Ça ne veut pas dire qu'il ne me rend pas dingue. Et... Ça ne veut pas dire... que je ne me demande jamais si je ne fais pas mieux d'être surfeuse avec cette petite amie. Je comprends ça aussi.
Tu vas pas te fâcher si je te dis un truc? Je vais essayer. Si tu continues à être une vilaine fille et envoyer en l'air tous les gens et toutes les choses qui s'approchent de toi, tu risques vraiment de finir seule. Nina, je suis désolée. C'est bon. Was? Was machst du? Ist deine Wohnungstür verriegelt? Ist das eine Waffe? Ist deine Wohnungstür verriegelt? Sag mal, ist das eine Waffe? Markus! Der hat eine Waffe! Du bist allein da drin! Nee, mit Lucy, meiner Mitbewohnerin. Was will er von Ihnen? Keine Ahnung, Mann, der hat eine Waffe. Hat er Sie bedroht? Naja, nicht direkt, aber... Ja oder nee? Nee. Gut, kommen Sie jetzt mal weg. Ich muss dir noch was sagen. Du Schwein! Du Schwein! Stimmt! Du musst den Arzt und hörst die Fotos weg. Ist doch egal, da geht eben keiner! Junge Kuh! Thank you.